Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei Quantum Break mit einer total ausgeflippten Tür. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Wir können entweder Steuerung oder Maus, hieß es. Wir machen mal... Aua. So. Ach, die sind alle eingefroren, ne? Okay, das heißt, kein Stress. Und wir begeben uns wohin? Wir sollen da drüben hin. Also gehen wir erstmal geradeaus. Soweit so Standard. Und schauen uns mal an, was es hier noch alles Schönes gibt für uns. Oh. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. War aber, glaube ich, unnötig. Die stecken immer noch alle fest. Okay, wir müssen da drüben hin. Das heißt, wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Ah. Hat sich also doch wieder direkt gelohnt. Oh, schaut euch mal diese Drohne hier an. Wir drücken mal Q. Sicher, dass das nicht zu uns zurückverfolgt werden kann? Unmöglich. Ich habe die Steuerung so angepasst, dass die Drohne auf ihren Befehl hin in die Villa stürzt. Gut. Sehr gut. Ich werde sicherstellen, dass Sophie auf Position ist, wenn es soweit ist. Warten Sie auf mein Signal. Okay, der Martin Hedge ist echt, Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monarch auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen. Zu Recht. Okay. Wir drücken nochmal V, um zu gucken, wo wir hin müssen. Da drüben ist sie, alles klar. Das haben wir uns also alles schon angeschaut. Wir gehen uns erstmal das Ding holen. Und dann schauen wir weiter. Wo denn jetzt? Da. Sehr schön. Und das nächste. Na, ich habe doch noch was gesehen gerade. Da vorne. Kommen wir hier irgendwie rein? Müssen wir dafür hier durch? Och, bitte nicht schon wieder so einen, an den man nicht rankommt. Kann man hier einfach... Und dann hier durch? Nee. Können wir auch nicht. Okay, dann vielleicht doch außenrum. Wir schauen und gucken. Halt, wir müssen doch dahin. Ich würde aber gern das Ding einsammeln. Mano. Da kommen wir aber so nicht ran. Es muss doch irgendwie so nicht. Oh, wir sind selber gehittet. Kommen wir auch nicht durch. Hm. Vielleicht müssen wir dann tatsächlich doch erstmal zur richtigen Stelle. Da kommen wir auch nicht durch. Naja, gut. Naja, gut. Okay, die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir da lang oder gehen wir zurück und den Weg? Wir gehen mal zurück, kommt. Wir flitzen mal los. Halt, stopp. Geht hier was? Hier geht auch nichts. Dann gehen wir hier lang. Oh, Muni eingesammelt. Danke. Gut, ich glaube, es macht jetzt keinen großen Unterschied. Was ist das? Jetzt erwachen die alle. Es ist, als ob ich ausgesaugt werde. Okay, dann gehen wir da halt nicht lang. Chronodämpfer. Chronodämpfer bewirken, dass du deine Zeitkräfte nicht einsetzen kannst. Deaktiviere sie oder verlasse ihren Wirkungsbereich, damit du deine Kräfte wieder erlangst. Interessant. Ich will da nicht rein. Wie kann ich denn die deaktivieren? Wir müssen hier aber rein. Okay, wir gehen da mal rein. Das heißt, keine Skills aktuell. Aber wir könnten feuern. Okay. Das hier ist der Chronodämpfer. Sehe ich das richtig? Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Chronondämpfer. Okay, okay. So, wo kommen wir denn jetzt bitte zu dem anderen Ding? Ich hätte das gerne. Okay, lesen könnt ihr wieder selber. Na los, scroll, scroll, scroll. Ich würde da gerne irgendwie durch. Ich will nicht schon wieder so einen Punkt irgendwie über zurücklassen. Hm. Wir schauen mal. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Kommt man hier durch? 5 von 7 Objekte haben wir schon wieder gefunden. Hier finden wir bestimmt das 6.
oder? Nee. Ach, 17. Okay, nehmen wir das zurück. Hm. Kommen wir noch irgendwie auf die andere Seite des Flurs? Was war das? Gibt's hier noch mehr? Da blinkt was. Na gut, ich glaube, wir gehen mal weiter. Das haben wir schon angeschaut. Okay, ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Serene befahl Hedge, mich zu töten, weil er seinen Plan nicht riskieren wollte. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich zu verstehen, wie weitreichend dieser Plan war, und ich fragte mich, wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Der Alarm würde ausgelöst werden, sobald die Anomalie zu Ende war. Die Zeit war knapp. Jetzt hab dich mal nicht so. Na, die behalten wir schön. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Okay, okay. Ich will aber... Oh, jetzt kommen wir hier hin. Alles klar. Sehr schön. Hätten es die nächste Anomalie. Nicht Anomalie, stimmt nicht. Chronopunkt. Sehr gut. Und dann können wir tatsächlich, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber wir könnten tatsächlich dann nochmal schauen. Aber noch nicht jetzt. 6 von 8 haben wir gefunden. Nice. Ich glaube, wir haben bis dato keine übersehen. Das ist gut. Oh. Jetzt bin ich da. Okay, und check. Okay, der stirbt im Stehen, so wie ich das sehe. Bist du down? Sieht so aus. Okay, wir gucken hier wieder hier. Das Diagramm zeigte, dass die größten technischen Erfindungen von Monarch ab 2010 begannen. Zur gleichen Zeit begann auch etwas anderes. Ground Zero. Okay. So, wir sollen hier rein. Da hinten können wir nochmal... Ach nee, das ist da drin schon. Nochmal nachladen, wollte ich sagen. Und dann ab rein. Da müssen wir dich abschießen. Nee, müssen wir nicht. Hä? Ich habe doch hier gerade irgendwo noch... Ah, das ist dahinter. Kommen wir hier durch? Nee, ne? Ich muss wohl einen anderen Weg hineinfinden. Ja, kein Thema. Okay, da haben wir schon mal Muni eingesammelt. Hier kommen wir durch. Oh. Ach du Schande. Ich ahne Schreckliches. Ach du Scheiße. Scheiße! Ja, du sagst es. Boah. Wie sollen wir den platt kriegen, bitte? Och nö. Och nö. Was zum Teufel ist dieses Ding? Okay. Sie kommen. Ich sehe nichts. Wer ist da? Oh. Ich sehe nicht. Oh Gott. Es muss doch eine Waffe schossen. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie von hinten ran. Kann das sein? So vielleicht nicht. So, okay, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das ist die Schwachstelle. Was ist die Schwachstelle? Von hinten oder was? Okay, wir probieren's. Und weg. Oh. Okay, Rennen ist gerade nicht. Na doch. Hm, okay, er hat uns gesehen. Dann auch nach hier hinten. Oh, Muni. Danke. Wie machen wir das am dümmsten? So kriegen wir ihn nicht, ne? Nee. Na, renn doch. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Aua.
Renne, 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 renne. Ich kann nicht rennen. Weg, okay. So, regeneriere dich. Okay, okay. Was? Der trifft uns trotzdem hier hinten. Wir müssten ihn eigentlich rankommen lassen, glaube ich, ne? Und dann irgendwie von hinten ran. Oder könnten wir ihn... Ging nicht, oder? Ging doch. Okay. Aua. Weg. Okay. Aua. Wo ist er? Da. Mist. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wo ist er? Ich kann das Ding gerade nicht machen. Kann ich es jetzt machen? Ich drücke wie bekloppt. Ich sehe mein... Aua. Meine Güte. Okay, los, lauf zu, Junge. Geh doch in Deckung. Meine Güte. Also leicht ist anders. War's das? Nee, immer noch nicht. Okay, komm. Oh, wir haben ihn nicht getroffen, ne? Und weg. Aua, aua, aua. Okay, erstmal ein bisschen ausruhen. So, und los. Okay, das sieht doch gut aus. Bloß blöd, dass wir immer wieder unseren Schild aufladen müssen. Nee, nicht unser Schild, unseren Sprint meine ich. So. Okay, Hilfe, danke. Und Muni, okay. So, ein bisschen Schild hier mal. Und weg. Hilfe. Ach du Shit. Okay, hier rüber, los, komm. So, jetzt regeneriere dich mal ein bisschen, Junge. Wie denn noch, ganz ehrlich? Der war gut. Oh, ich hab doch gedrückt. Okay. Oh, 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 oh. Geh in Deckung. Warum geht er da nicht in Deckung? So. Er macht's nicht. Aua. Oh weia, oh weia. Und nochmal los, komm. Renn doch los. Renn doch los. Okay, das Ding wird er jetzt wahrscheinlich auch gleich platt machen. Ja, ich dachte es mir. Okay, komm, so. Regenerieren Sie sich, junger Mann. Okay, dazu. Oh, shit. Weg, weg, weg. Und weiter. Und weiter. Okay, das Ding fliegt uns auch gleich um die Ohren. Das sehe ich jetzt schon. Ja. Gibt's jetzt noch einen anderen Trick? Ich übersehe, glaube ich, was ganz Essentielles gerade. Ich glaube, wir können ihm schon keinen Damage mehr machen, oder? Was müssen wir machen? Hilfe! Wieder mal in Deckung. Okay.
weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht irgendwie so einen Magneten hier auslösen oder so? Gibt es hier noch irgendwie V? Nochmal V? Dann sehen wir ihn als Gegner. Okay, da hinten sind über... Besiege den... Okay. Juggernaut. Okay. Ein Tipp wäre gut. Nee. Hier hinten gibt es nochmal Muni. Okay, die holen wir uns direkt mal. Ich hätte ja gedacht, vielleicht irgendwie dann doch nochmal einen Magneten oder so starten. Hier gibt es nur die Sachen. Okay. Und weg. Hm. Wir müssen hier... Aua, mit der Schrotflinte. Ah, okay. Haben wir's? Okay, da hinten haben wir es. Finde. Oh, gut, wir haben es geschafft. Wo geht's zu Emeralds Büro? Okay, meine Güte, ey. Meine Güte. Übel, übles Ding. Ganz ehrlich, übles Ding. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Q. Oh, hallo. Mhm. Nice. Und los, ruf da, ruf da, ruf da. Und da kommen wir jetzt eins höher, oder was? Vielleicht kann ich da raus. Nice. Komm wieder rüber. Okay, ich hätte wahrscheinlich früher drücken müssen. Shit. Komm, schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, sehr schön. Nice. Wir müssen... Da drüben hin. Ich gehe mal hier lang. Hier kommen wir nicht durch. Okay, ich gehe also doch in die andere Richtung. Hier kommen wir durch. Na, machen wir einen Schritt. Können wir den Knopf drücken? Nee. Muss per Jump'n'Run mich mal wieder vorwärts bewegen. Kein Problem. Ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte. Doch. Darüber kommen wir nicht. Wir müssen hier hin. Also ein bisschen die... Ach doch, okay, dann zack. Und zack. Und dann darüber. Alles klar. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Easy. Hat aber was. Dass es hier tatsächlich auch so eine Jump-and-Run-Einlagen gibt, ist tatsächlich nicht verkehrt, finde ich. Hier ging es rein. Gibt's hier noch was? Ich wusste, dass Monarch über Technologie verfügte, mit der sich ihre Soldaten während Anomalien fortbewegen konnten. Irgendwie verlief in diesem Bereich die Zeit normal. Plötzlich ergab Monarchs fehlendes Interesse an dem Anhalten der Zeit deutlich mehr Sinn. Okay. Die kannten diese Geschichte und das alles also schon. So. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt uns hier weiter vorbewegen. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Ach, Idiot. Oh. Nein, ich bin so blöd. Gedacht, da komm, rennst du schnell durch. Nein, wir müssen diese blöde Zeit anhalten. Ach, shit. Ich hoffe, wir müssen diesen Typen jetzt nicht nochmal platt machen. Oder doch? Oh, nein, bitte nicht. Oh, Glück gehabt. Haben wir das jetzt hier schon geholt? Ich weiß nicht, wir machen nochmal schnell. Ich wusste, dass Monarch über Technologie verfügte, mit der sich ihre Soldaten während Anomalien fortbewegen konnten. Irgendwie verlief in diesem Bereich die Zeit normal. Plötzlich ergab Monarchs fehlendes Interesse an dem Anhalten der Zeit deutlich mehr Sinn. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Oh, gerade so. Ganz ehrlich, gerade so. Oh. Wer bist du? Ah, okay. Niemand Besonderes. Aua. Hier kommen wir nicht vorbei. Wir müssen... Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Gut gemacht, Beth. Okay, schwarzes Brett, ja. Okay, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes haben. Da, ein Computer, alles klar, den nehmen wir mit. Nein, pass auf, das ist ganz einfach.
Mhm, okay. Wir gehen weiter. Gibt's hier noch was? Ja. Und da gab's gerade irgendwo auch noch mal einen Synchronopunkt, ne? Okay, wir schauen mal. Wir schauen mal. So, zack. Da vorne irgendwo, okay. Wir müssen... Ja, ich drücke ja schon. Da hinten, oder? Nee, da unten. Okay, dann gucken wir mal, dass wir kurz nach da unten gehen. Da waren... Kommen wir da durch? Kommen wir auch lang. Alles klar. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Aber umso besser. Lass mich durch hier. Na komm. Achso, ich muss erstmal so, ne? Danke. Sehr schön. 7 von 8. Du sprichst mir aus der Seele. Kanonen, die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Mhm. Alles klar. Alles klar. Und was haben wir hier noch? Da geht's auch noch durch. Ich konnte die Büros nicht verlassen, ohne Dr. Emerald zu finden. Ja, hast du recht. Hast du recht. Eine Technologie, um sich in Anomalien fortzubewegen. Aber wohl zu schwer, um es zu tragen. Deswegen musste ich ein leichteres Modell finden, in Emeralds Büro. Okay. Habe ich verstanden. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Hier unten war dann, glaube ich, nichts weit. Doch. Wie kommen wir denn da hin? Ach, dann müssen wir nochmal einen Bogen machen. Aber wir müssen eigentlich nach oben, ne? Eigentlich müssen wir nach oben, aber hier unten gibt es auch noch ein paar Sachen. Geht nicht auf. Boah, was man hier unten alles finden kann, meine Güte. Ich glaube, wir überziehen gerade schon wieder. Kann das sein? Ich glaube, ja. War nicht so schlimm. Da ist noch was. Den ganzen Kram hier nochmal schnell einsammeln. So. Bla 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 bla. Da haben wir die gute Doktorin. Weiter geht's. 11 von 17. Ja, schön. Da ist noch mehr. Okay. Mhm. Brenners Becher. Gibt's hier noch mehr? Yep. Was haben wir hier? Ach, er wieder. Und Fiona Miller, alles klar. Dann sind wir aber, glaube ich, durch, ne? Okay, das heißt, wir haben hier unten alles abgesucht. Können wir nach oben? Und ich glaube, dann sind wir doch schon fast, wo wir hin müssen. Sehr schön. Uns fehlt auch nur noch ein Chronopunkt. Das finde ich richtig nice. Das war die, diesmal ordentlich abgeschlossen haben. Okay, die Tür ist jetzt auch zu. Da waren wir schon. Hier drüben waren wir... Ah, weiß ich nicht, ob wir es schon haben. Ich gucke es mir nochmal schnell an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, weiter geht's. Wir müssten geradezu, richtig? Da müssen wir hin. Und wir gehen deshalb erstmal hier drüben lang. Mann, wie viel Zeug es hier gibt, ey. Kein Wunder, dass man auf 17 kommt. So, Teamleiter. Diese verzerrten Gespräche immer. 14 von 17. Okay, ich glaube, wir sind hier fast am Ende. Und? Okay, der Bildschirm war sehr strange. Ist aber egal. Gut, wir gehen jetzt dahin, wo wir hin sollen. So, nehmen wir... Das ist Emeralds Büro. Genau. Emerald hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Okay, krass. Naja, ist jetzt auch nicht so wirklich vertrauenserweckend, eine Welt, die so aussieht, oder? Ganz ehrlich. Okay, finden wir jetzt hier noch die restlichen Informationen, die wir alle brauchen. Ja, komm, komm. So, schnell mal ein bisschen gescrollt hier und... Oh, 2 von 2. Alles klar.
Chrono beeinträchtigtes Wellenfunktionswesen aus Shifter genannt. Nee, auch Shifter genannt. Mann. Es ist wirklich ein Haufen Zeug, ganz ehrlich. Wie lange hätten wir gebraucht, um diesen Raum, also nicht das Büro, sondern diese komplette Ebene zu durchsuchen, wenn wir alles lesen würden? Das haben wir uns angeschaut. 16 von. Was haben wir hier? Das Objekt da. Das sieht aus wie das, was Beth wollte. Ah, verdammt. Emeril ist auf der Party. Diese Anomalie wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Okay. So, jetzt müssten wir aber alles haben. 17 von 17. Ich glaube, wir haben einen Chronopunkt dann doch übersehen. Kann das sein? Schade eigentlich. Sehr schade eigentlich. Huch, was habe ich jetzt gemacht? So, ich gucke gerade nochmal nach da unten. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Muni aus? Können wir gerade nicht gucken. Aber gut, wir müssen jetzt eh runter. Okay, dann haben wir das hier anscheinend doch noch abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön. Aber uns fehlt dann doch ein Chronopunkt. Das ist sehr schade. Egal, wir haben 7 von 8. Ich denke mal, das Kapitel wird dann jetzt wahrscheinlich gleich vorbei sein. Ziemlich teure Ausrüstung, die sie da gestohlen haben. Na und? Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. Ich guck nochmal hier schnell. Ob wir hier noch einen zweiten haben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Unser Auge blinkt auch nicht. Ach doch, wir müssen hier lang. Na gut. Haben wir einen übersehen? Egal. So. Ich vermute mal, jetzt wird dieses Kapitel... Na komm schon. Kapitel beendet sein. Okay. Akt 3, Teil 2. Finde einen Weg aus dem F&U-Labor. Okay, wir sind also doch noch nicht am Ende. Das heißt, wir könnten hier eventuell sogar noch eine Dingensbummens finden. Genau, da ist sie auch. Okay, wir sind trotzdem am Ende dieser Folge angekommen. Das heißt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn wir hier weitermachen. Und von daher, ja, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.